Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht zu meinen 5 Top- und Flop-Produkten aus der Drogerie. Und das wollte ich auch mit den High-End-Produkten machen. Und heute beginnen wir mit den 5 High-End-Produkten von mir. Also bleibt auf jeden Fall dran. So, wir starten mit dem ersten Top-High-End-Produkt. Und zwar ist das von Naked der Skin Concealer. Den habe ich noch gar nicht so lange, aber ich muss ihn einfach direkt mit aufnehmen. Es ist für mich einfach der beste Concealer, den ich je hatte. Also der lässt sich super gut auftragen, der hält auch lange und vor allen Dingen erfüllt seinen Zweck, was im Gegensatz zu ihm andere Concealer nicht können. Und deswegen muss der für mich auf jeden Fall dabei sein. Mein zweites High-End-Produkt ist von Anastasia Beverly Hills, das Augenbrauengel. Wie ihr seht, ich habe es schon sehr viel benutzt. Es ist jetzt auch nicht mehr so viel da. Aber ich muss sagen, das Produkt ist wirklich, wirklich gut. Also ich habe auch lange überlegt, ob ich es mir holen soll, weil es halt echt nicht günstig ist. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde es auf jeden Fall auch komplett aufbrauchen und würde mir danach aber den Stift dazu holen. Weil ich muss schon sagen, es ist schon mühselig, aber das liegt halt einfach am Gel, dass man immer mit dem Pinsel rein muss und das dann so nachziehen muss. Also das nervt mich schon auf Dauer ein bisschen. Aber da kann ja das Produkt nichts für und deswegen werde ich mir einfach die Farbe als Stift holen. Das finde ich nämlich super praktisch. Es geht auch viel schneller und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall ein super Augenbrauengel. Also wenn ihr noch irgendwie was braucht für eure Augenbrauen, benutzt das mal, holt euch das mal. Es ist natürlich immer schwierig, die Farbe zu wissen, die man braucht. Ich habe auch einfach gepokert und sie passte zum Glück, aber versucht es einfach mal. Super Produkt. So, dann mein drittes High-End-Produkt. Das ist der Mary Luminizer, der Highlighter. Ich kann jetzt leider nicht mehr so richtig zeigen, weil er bei mir schon gebrochen ist. Aber ihr könnt es auf jeden Fall sehen. Ich kann ihn auch gerne nochmal hier auftragen. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen. Also der Highlighter ist auf jeden Fall der absolute Hammer. Also ich trage den auch so gut wie jeden Tag. Und der war natürlich auch nicht günstig, da habe ich auch lange überlegt. Aber wenn ihr auf jeden Fall, gerade wenn ihr anfangt mit Highlightern, weil mittlerweile könnte ich auch schon wieder Millionen andere haben, ganz klar. Aber ich muss sagen, das war auch mein erster Highlighter, den ich überhaupt hatte. Und den benutze ich auch immer noch super gerne. Und den kann ich wirklich nur empfehlen. Also wenn ihr einen guten Highlighter sucht, auch wenn ihr gerade erst damit anfangt, spart euch den zusammen, weil das Geld lohnt sich wirklich. So, dann mein viertes High-End-Produkt ist von MAC. Ganz klein und praktisch. Ups. Und zwar ist das die Farbe Diva. Das ist mein erster richtiger teurer Lippenstift gewesen, muss ich sagen. Und die Farbe ist einfach der Hammer. Also ich muss sagen, die passt jetzt auch super zu meinem Nagellack. Das war jetzt aber nicht abgesprochen. Aber die Farbe ist wirklich, also die haut mich immer noch um. Den habe ich schon so oft getragen und die Farbe ist einfach super. Also das ist wirklich mein liebster MAC-Lippenstift. Ich muss dazu sagen, ich habe aber auch keinen anderen. Aber auch generell von den Farben, die man halt so kennt, finde ich den einfach am besten. Also der ist wirklich klasse. Holt euch den mal, den könnt ihr wirklich zu allem tragen. Ich finde, der passt einfach zu allem. Mein fünftes High-End-Produkt, ich mache es spannend, ist diese Palette. Oh Gott, ich habe hier zweimal Anastasia Beverly Hills, aber es ist nun mal geil. Diese Palette, Modern Renaissance, ist einfach nur der Hammer. Guckt euch mal diese krassen Farben an. Die haben so eine geile Pigmentierung. Und es ist einfach für jeden, also für jeden was dabei, für jede Haarfarbe, für jeden Hautton, für jede Augenfarbe, für alles einfach. Also ich kann mich an dieser Palette nicht satt sehen. Und man kann mit dieser Palette so viele unterschiedliche Looks schminken. Und vor allen Dingen, was man auch nicht vergessen darf, dieser Pinsel, der hier dabei ist, der ist einfach perfekt. Der ist hier perfekt zum Verblenden und hier zum Auftragen. Also ich benutze den Pinsel eigentlich so gut wie bei jedem Make-up, auch wenn ich nicht hier mitschminke, weil der Pinsel mich einfach umhaut. Die Palette ist natürlich nicht günstig, das darf man nicht vergessen. Allerdings muss man schon sehen, wir haben hier 14 Farben und wenn man das jetzt mal teilt, ist es eigentlich gar nicht so teuer, wenn man überlegt, was man pro Lidschatten zahlt. Vor allen Dingen, man kann, wie gesagt, super viel damit schminken. Es sind Glitzer-Lidschatten dabei, aber auch matte und vor allen Dingen auch grelle Farben und auch wieder nicht so grelle Farben. Also die Palette kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Schaut euch die mal an. Die gibt es aktuell immer noch bei Douglas. Die war auch eine Zeit lang ausverkauft. Also holt euch die unbedingt.
So, das waren meine 5 High-End-Produkte. Ich habe allerdings noch ein Produkt, was aber wahrscheinlich kein High-End-Produkt ist, aber auch kein Drogerieprodukt, so ein Zwischenprodukt. Schreibt mir gerne mal, wie man das nennen soll. Jedenfalls würde ich euch das trotzdem gerne vorstellen, weil ich nicht wüsste, in welche Kategorie ich das einordnen sollte. Und das ist von Love, die Foundation. Die ist wirklich der absolute Hammer. Wer meine Videos öfter guckt, weiß, dass ich ein Love-Fan bin. Aber ich finde die Foundation auch einfach wirklich die beste. Ich habe schon Millionen Foundations ausprobiert und die haut mich wirklich am meisten um und hat mich wirklich überzeugt. Die werde ich mir auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. So teuer war sie jetzt auch nicht, aber trotzdem würde ich sie halt gerne nochmal erwähnen, sozusagen als zusätzliches Produkt, weil die echt mega gut ist. Warum mache ich denn so? Egal, weil die auf jeden Fall mega gut ist und ja, weiß gar nicht, wann ich mir die gekauft habe. Das muss auf jeden Fall schon ein paar Monate tatsächlich her sein und da ist immer noch was drin. Ihr braucht nur einen Pumpstoß und das reicht schon. Die lässt sich super auftragen, mattierend ist die. Also wirklich sehr, sehr gut. So ihr Lieben, das waren meine 5 High-End-Produkte plus das von Love. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Produkte vielleicht wiedererkennen, wo ihr schon länger überlegt, ob ihr euch die kaufen sollt. Und wenn eines dieser Produkte dabei war, dann kann ich euch nur sagen, kauft es euch. Also ich habe so, bei jedem dieser Produkte habe ich lange überlegt, aber ich habe es dann einfach gemacht und ich habe es bei keinem dieser Produkte bereut. Also das muss ich wirklich sagen. Ich habe mir die geholt und stehe da auch immer noch 100% hinter. Und wenn diese Produkte mal aufgebraucht sind, hole ich mir die auch auf jeden Fall nach. Also überlegt euch das mal und jetzt wünsche ich euch einen schönen Freitag. Wobei ich nicht weiß, an wen ihr das Video guckt. Also ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Heute stelle ich euch also meine 5 Top-Produkte vor. Meine 5 Top-High-End-Produkte vor. Wieso ist es da so laut? Das ist der... Hallo ihr Lieben, heute würde ich mir gerne. Mein zweites High-End-Produkt ist von Anastasia Beverly Hills. Heute stelle ich euch also meine 5 Top-Produkte vor. Heute stelle ich euch also meine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe ja schon mal meine 5 Top- und Flop-Produkte aus der Drogerie vorgestellt. Nein! Und ich würde sagen, wir starten direkt einmal mit den 5 Top-Produkten aus den High-End-Produkten. Es ist schon schwer. Es ist wirklich schwer. Es ist wie ein Gedicht auswendig lernen. Nur, dass man sich das nicht merken kann. Das ist der Mary Lou Luminizer. Mary Lou Luminizer. Den habe ich mir noch gar nicht so lang... So, mein erstes High-End... Entschuldigung, ich kriege gerade einen Anruf rein. Das reicht jetzt. Jetzt ist Schluss.